Wir waren alle sehr überrascht von der Flüchtlingswelle, die auf uns zukam hier in Deutschland. Und Frankfurt ist ja eine internationale Stadt. Es sind auch sehr viele Flüchtlinge hier nach Frankfurt auch gekommen. Und es gab auch eine sehr große Welle von Ehrenamtler, von Hilfe und so weiter. Und haben Sie jetzt den Eindruck, dass die Flüchtlinge jetzt angekommen sind, dass jetzt Klarheit da ist, dass die eine Wohnung suchen, eine gefunden haben, dass die Kinder untergebracht sind im Kindergarten? Ich glaube, dass wir zu keinem Zeitpunkt sagen können, ist es quasi schon abgeschlossen. Wobei wir, wenn wir jetzt noch auf die Stadt Frankfurt schauen, natürlich sagen müssen, Sie haben vorhin die Zahl 5000 genannt. Wir haben über 700.000 Einwohner in dieser Stadt. Wir haben einen Anteil, je nachdem wie man rechnet, an Menschen mit Migrationshintergrund in der Größenordnung von 50%. Ob jetzt 5000 Flüchtlinge in Frankfurt angekommen sind oder nicht, keiner wird jetzt sagen können, ich sehe es auf der Straße. Also höchstens, wenn man jetzt feststellt, dass es anscheinend eine hohe Zahl von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gibt, dann kann man sagen, das ist vielleicht im Straßenbild einigermaßen erkennbar. Oder wenn man hört, da gibt es eine Flüchtlingsunterkunft in größerer. Ansonsten fällt es in Frankfurt nicht größer auf. Aber in Ihre ganze ehrenamtliche Tätigkeit sehen Sie auch die Schwierigkeiten da. Ne? Was aus Sicht der Migrationsberatung, was können Sie uns da erzählen? Aber natürlich dieser Themenbereich, also berührt auch uns. Also wenn ich jetzt aus der Perspektive meiner hauptamtlichen Tätigkeit sehe, wir dabei auch in der Bereich Altenpflege, ja, die Flüchtlinge ja zu integrieren.